Willkommen zurück bei der Beta 2.2 Guardians Beta 2. Gab gestern Abend direkt nach der Aufnahme, als wir die Mitteilung wegen den Server runterfahren bekommen haben, noch ein Upgrade. Konnte seitdem aber leider nicht connecten. Es ging einfach nicht. Bis gerade eben, bis vor wenigen Minuten ging es dann wieder. Weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er mir mal angezeigt, dass ich einen neuen Klienten brauche, aber da gab es halt einfach nicht. Die haben jetzt nochmal einen kleinen Fix auf die Server gespielt und seitdem funktioniert es auch wieder bei den ganzen Leuten. So, hier sehen wir direkt hier nochmal das neue Menü mit alle auftanken oder alles reparieren. Das können wir ja mal machen bei unserem schicken Beluga-Liner. Und wir schauen mal in die Passagier-Lounge, ob wir hier noch was annehmen können. Vielleicht für den Rückweg. Ich hoffe oder ich denke mal, unsere anderen Raumschiffe, kann ich ja keine Aufgabe annehmen. Auch nicht schlecht. Ich denke mal, die anderen Raumschiffe, die wir in die Faunus World bestellt haben, per Kurierdienst, die dürften mittlerweile angekommen sein. Die 20 Minuten müssten rum sein. Von gestern, was gibt es hier noch so als Wachdrohnen erledigen? Ach Gott, gibt es aber viele. Könnte man sehr viel Geld mitmachen hier mit den Wachdrohnen. Alter, das ist aber abgefahren. Okay, muss ich mir mal merken. Guckt euch das an, alles Wachdrohnen. Naja, gut. Okay. Wir starten erstmal. Ich schaue gerade mal in das System, ob hier irgendwo in der Nähe noch ein anderer Raumhafen ist, den wir vielleicht mal anfliegen können wegen so einer Passagiermission. Ich hätte vielleicht noch eine gemacht. Nur Außenposten. Das ist schade. Vielleicht irgendwo in der Nähe. Da oben ist die Faunus World. Da sind auch mittlerweile... Okay, da wird mir jetzt bloß die Adder und die Diamondback Explorer angezeigt. Nicht die, die ich mir dahin bestellt habe. Na gut, mal schauen. Wir können mal hier in das System fliegen. Oh ja, das ist aber sehr, sehr günstig. Das ist die große Raumstation, auch nicht weit weg. So, wartet mal. Schauen wir uns nochmal von außen an den Beluga-Liner. Halt, da ist er. Ja, das ist schon recht groß und wuchtig. Sieht aber wie gesagt gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir eigentlich. Nun hatte ich auch was gestern oder vorgestern eine Mitteilung gelesen, dass irgendwann der 32-Bit-Support vom Spiel eingestellt werden soll. Wohl in einem halben Jahr. Um dann einfach sich auf die 64-Bit-Version zu konzentrieren. 32-Bit limitiert halt immer ganz schön. Mittlerweile haben auch kaum noch Spieler 32-Bit-Version auf dem Rechner drauf. Also vom Betriebssystem her und dadurch halt auch die Spielversion als 32-Bit-Version. Dadurch können die dann wahrscheinlich auch endlich mal ist DirectX 11 auch versionsabhängig, also ob 32 oder 64 Bit. Jedenfalls soll dann damit auch die Windows, nicht die Windows, die DirectX 10 Version ein Ende finden. Wartet mal, ich muss mal kurz das System abwählen, sonst komme ich hier nicht weg. So. Ich vermute mal, die wollen dann auf DirectX 11 upgraden. Das wäre schon ganz geil, ne? Auch mit dem 64 Bit, mit wenn dann nur noch die Version unterstützt wird, könnte da wahrscheinlich auch noch mal einiges mehr rausgeholt werden aus dem Spiel. Da bin ich sehr gespannt. Die wollen das so nach und nach irgendwie halt machen oder frühestens in einem halben Jahr soll die Umstellung dann erfolgen, dass halt keine 32-Bit-Systeme mehr unterstützt werden. Überhaupt nutzen wohl derzeit nur noch 0,5% der Spieler hier vom Elite Dangerous 32-Bit. So, das noch dazu. Na, das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir erstmal rum müssen um den Planeten. Na, da kommt schon unser Ziel. Und ab dafür. Man kann wohl jetzt auch galaxieweit seine Kopfgelder einlösen, die man irgendwo bekommen hat, oder halt auch seine Strafen begleichen, die man irgendwo in einem System hat. Könnten wir ja mal testen. Man soll... Aber, so wie ich das gelesen habe, 25% weniger halt dann bekommen vom Kopfgeld, wenn man das irgendwo anders an einer anderen Stelle einlöst, als in dem System, wo man die Kopfgelder durch Abschießen von Gegnern bekommen hat.
Was ich eh nochmal machen würde, wahrscheinlich erst im nächsten Video. Das wird heute nicht mehr ganz klappen. Da müsste ich die Corvette, oder wir kaufen uns einfach ein anderes Schiff, ihn nochmal umrüsten und dann auch so ein Fighter-Modul dazu bauen und mal schauen, wie das alles so läuft. Dass wir uns da irgendwo mal in eine Abbauzone wagen oder halt mal ein paar Piraten suchen. So, Bowersox Enterprise, wir kommen. Ich habe noch nicht wieder probiert, die DSR-Funktion vom Spiel wieder hochzuschrauben nach dem Upgrade gestern. Eventuell haben die da auch schon ein paar Sachen behoben, dass halt die Grafikkarte nicht mehr unnatürlich heiß wird und einfach nach oben treten, sich dadurch dann das System irgendwann ausschaltet. Wie gesagt, das funktioniert auf dem normalen, also normaler Spielstand 2.1 ganz normal, ohne Probleme. Aber hier bei der ersten Beta war das nicht so feierlich. Ich probiere das anschließend nochmal, wenn die Aufnahme vorbei ist. So. Ich hoffe halt, wir bekommen jetzt ein paar gute Passagiermissionen. Ich habe hier keinen Ruf irgendwo. Schauen wir mal. Für die letzte war ja nicht schlecht, ne? Das waren gerade mal 14,5 Lichtjahre, die wir da springen mussten. Dann auf dem Planeten landen, gab 225.000 oder 250.000 Credits für, war okay für die paar Meter. Im Prinzip ist es aber, wie ich es mir leider vorher schon dachte, bloß eine Bringen von A nach B Mission. Könnte ich auch mit Waren machen, ist scheißegal im Prinzip. Deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht mal hier noch eine andere Passagiermission bekommen, wo wir uns mal irgendwo was angucken müssen. Ich hoffe es. Wenn das nur von A nach B bringende Dienst ist, ist das halt schon, naja, etwas öde. Die hatten ja im Vorfeld eigentlich auch so nach Sehenswürdigkeiten gesucht, ne? Und auch die Community befragt, was man da so anfliegen kann auf Planeten, irgendwelche bestimmten Krater oder Canyons oder hast du nicht gesehen, die wohl auch dankend angenommen wurden. Da bin ich halt mal gespannt, ob sowas mit im Spiel jetzt schon enthalten ist. Schauen, ob ich hier durchpasse, wenn ich jetzt schon das Fahrwerk draußen habe. Oh, geht. Oh, guck mal, die ist aber recht dunkel hier. Das sieht ja nice aus. Super. Wir haben so ein paar Scheinwerfer, rötliche Landepads. Sieht aus wie ein riesengroßer Schwarzmarkt. Hier Suchscheinwerfer. Okay, schön. Ja, das gefällt mir. Bringt nochmal ein bisschen mehr Abwechslung rein. Macht natürlich trotzdem was her, ne? Also ich will das jetzt nicht so klein reden, die Passagiermission. Kann man sich halt seinen Teil selber dazu denken, wenn ich jetzt eine Passagiermission mache und dann halt Passagiere befördere. Bitte warten. So, hier kann ich eine annehmen. Vier Leute wollen irgendwo hingebracht werden. Nein. Ah, hier, 518.000. Vielleicht gibt es ja in Toluku, in unserem neuen Heimatsystem, mittlerweile mal ein paar gescheite Missionen. Vielleicht auch da ein paar schöne Passagiermissionen. Ist ja das Explorer-System der deutschen Community. Würde ich mir mal anschauen. Hier wäre wieder auf dem Planeten landen. 190.000, 19 Leute mitnehmen. Sie werden möglicherweise auf feindliche Schiffe treffen. Hier ist jetzt so eine Krone mit dran, das bedeutet irgendein VIP. Hier steht, hier würden wir das Geld erst bekommen, wenn wir zurückkommen.
drei Leute. Zwei. Ach hier, warte mal, System. CAX. HIP 5623 und BD402208. Müsste ich dann drei Systeme anfliegen? Das ist natürlich relativ weit, ne? 205 Lichtjahre. Ja, für drei VIPs. Wie viel Geld würde es dafür geben? Nanu? Nanu? 126.000, das ist natürlich lächerlich. Macht doch kein Schwein hier. 407.000. Sieht schon ein bisschen besser aus. Materialbelohnung, modifizierte Consumer von Software, anormale FSA-Telemetrie, 4x Promillit. Das ist natürlich schon so ein kleiner Rundflug, ne? Hier mit 4 Systemen, eigentlich nicht verkehrt, aber ganz ehrlich, ey, da bin ich ja ewig unterwegs, ne? Dafür 400.000. Oh, Mensch. Front hier, also ich weiß nicht. Hier unten wird es noch 1 Million geben. Müsste wahrscheinlich einmal quer durch die Galaxie. Ne, müsste bloß 1200 Lichtjahre fliegen. Boah. Ich weiß nicht, wer das letztendlich im Spiel machen soll, wenn alle anderen Aufträge viel lukrativer sind als die Geschichten. Gibt es noch andere Vorteile, die ich hätte, wenn ich sowas mache, als nur weniger Geld als für andere Aufgaben? Das ist echt ein bisschen schade. Wenn ihr da noch schon mehr Erfahrung gesammelt habt, könnt ihr das ruhig gerne in die Kommentare schreiben. Also ich wäre sehr positiv überrascht, wenn ich da jetzt vielleicht irgendwas übersehe oder noch nicht ganz so gepeilt habe. Aber für mich sieht es derzeit leider gerade so aus, als ob das... Oh hier, schöner weißer Hangar. Als ob das so eine halbgare Umsetzung erstmal wieder nur ist. Wie ich es mir im Vorhinein leider schon gedacht hatte. Bloß so eine A nach B Mission, wie wir das beim letzten Mal gemacht hatten. Oder halt dann auch mal im Rundflug oder auch mal weiter weg. Ist ja nicht schlecht, ne? Aber es gibt dann halt dafür doch zu wenig Geld. Was hatten wir letzte Folge? Bis nach Jacques Station, Station, waren ja auch bloß ein paar Millionen. Also dafür mache ich es dann auch nicht. Da mache ich mehr Geld mit dem... Mit dem Anfliegen oder mit dem Absuchen nach irgendwelchen Sternen oder Planeten. Gut, die man natürlich trotzdem noch mitnehmen kann unterwegs. Vom Gefühl her, vom Spielgefühl her, wenn ich sage, ja okay, ich lasse mich drauf ein, ist natürlich schon eine schöne Sache, wenn man sagt, ach komm hier, ich habe 4 VIPs an Bord, noch 18 andere Leute und kutschiere die hier einmal durch die Bubble, durch die zivilisierte Blase. Aber rein vom Spielerischen her lohnt sich das zumindest hier während der Beta erstmal nicht. Vom Geld her auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt auch wirklich nicht darauf geachtet, was die Passagierkabinen gekostet haben. Also das kann auch sein, dass die nochmal deutlich teurer sind. Wahrscheinlich als ein normaler Frachtraum, gehe ich mal von aus. So im VIP-Bereich hast du wahrscheinlich nicht bloß zwei Kisten stehen, wo die sich reinsetzen wie so eine Katze. Sondern einen schönen Ledersessel. Ein Flatscreen. Dose Cola. Irgendwas. Wir fliegen mal zurück in die Founders World. Mal gucken, ob da vor Ort jetzt die anderen drei Raumschiffe angekommen sind. Wenn nicht, dann kaum. Eigentlich hätte ich es gar nicht machen müssen, ne? Ich hätte sie mir ja dort eh kaufen können. Aber ist ja nicht so schlimm. Die wären dann schon wenigstens halbwegs ausgestattet für das, was ich dann vorhab. Gerade mit dem Fighter-Modul. Na gut. Müssten bloß zwei Sprünge jetzt sein, dann dürften wir da ankommen. Aber hier der Hyperraumsprung ist ein bisschen geschmeidiger. Ja, sieht ein bisschen besser aus, wenn man jetzt reingeht in den Hyperraumsprung und wenn man rauskommt. Überhitzung? Nö, geht. Wenn man rauskommt, zumindest sehr geschmeidig aktuell. Na gut, springen wir nochmal. 21,69 Lichtjahre Sprungreichweite maximal. Ist jetzt nicht so verkehrt. Ich denke mal, bei einem Ingenieur und noch so ein bisschen anderen Einstellungen vom Beluga-Liner her könnte man da vielleicht 35 Lichtjahre oder so rausholen. Mit Ingenieur. Ich habe mich damit ewig nicht auseinandergesetzt. Kriegen ja auch einige die Anaconda auf die 50 Lichtjahre Sprungreichweite, was ja schon mal nicht verkehrt ist. Das ist natürlich eine geile Sache, ne? 20 Sprünge ungefähr. Du hast dann einfach mal 1000 Lichtjahre überwunden.
Soll ja dann im Oktober soweit sein. Ich schätze jetzt mal, ich habe nichts Offizielles gelesen. Kann sein, dass das irgendwo steht. Ich rate jetzt einfach mal so zweite, dritte Oktoberwoche. Würde ich jetzt mal spätestens von ausgehen, dass das dann hier live geht. Die Beta wird mit Sicherheit auch noch ein, zwei, dreimal abgedatet werden. Ich glaube, die letzte Beta, die wurde vier oder fünfmal abgedatet. Ich glaube, da waren wir dann irgendwie über Beta 6 oder 7 letztendlich. Also die kümmern sich schon ein bisschen drum. Aber irgendwie passt das mit den Passagieren für mich noch nicht so hundertprozentig ins Bild rein. Irgendwie fehlt das gewisse Etwas. Ein bisschen anders aufbauen. Irgendwie. Die UI wird hier weiterhin überarbeitet. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich okay. Mit dem letzten großen Update kam ja dann das Outfitting, also die Ausrüstung und so weiter hinzu. Musste man sich erstmal ganz schön umstellen, aber es, ja, gewöhnt man sich ja immer recht schnell dran an solche Geschichten. Aber das mit den Passagieren, finde ich an sich ein sehr, sehr geiler Ansatz. Auch eine super Idee. Hatte ich ja schon oft drüber schwadroniert, wenn das dann mal reinkommt, wie das gemacht werden könnte. Und dann kommt sowas. Na, mal gucken, ob die Corvette jetzt da ist. Dann schnappen wir uns die und bauen uns mal so ein Fighter-Modul rein. Kann man auch mehrere Fighter-Module reinbauen? Das wäre natürlich auch super. Ne, drei Flieger kann man für sich mit dabei haben. Also die einen dann unterstützen. Vielleicht kann man die ja sogar gleichzeitig einsetzen. Aber finde ich super, dass die anscheinend auch leveln können. Die neuen Piloten, die man rekrutieren kann. Hier unten die hier. Ja, da ist hier so eine Prozentanzeige. Okay, die Prozentanzeige, die hat gestern noch 0% angezeigt und die Leiste unter Experte war leer. Jetzt steht da irgendwie, ich kenne die Zahl, ich weiß gar nicht, was das für eine Zahl sein soll. Wie man die ausspricht. Jetzt steht da irgendwas anderes. Das ist ja witzig. Sind bei beiden da. Vielleicht muss ich die nochmal entlassen und nochmal neue einstellen. Landing authorized. Assigned to landing pad 1-7. Aber vom Fluggefühl her echt super. Gefällt mir saugut. Werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich glaube, ich werde es dann auch wieder ein bisschen spielen. Ich werde die Beta jetzt mal so antesten, was es alles so Neues gibt und ich denke mit 2.2 dann auch mal wieder ein bisschen einsteigen. Und das mit den Ingenieuren soll sich auch so ein klein wenig verbessert haben, dass man nicht mehr so viele Materialien braucht. Und das meiste, außer ich glaube so zwei, drei Sachen, kann man wohl auch auf bestimmten Warenmärkten kaufen. Also ich hätte schon wieder Bock drauf, muss ich auch ehrlich gestehen. Aber ich warte jetzt erstmal Patch 2.2 ab. Solange zocken wir einfach mal ein bisschen die Beta. So, also landen klappt. Ah, tatsächlich. Die sind alle angekommen. Ja, geil. Okay, steht jetzt auch anders da, dieses Schiff nutzen oder verkaufen. Ha, da ist es, das alte, geile Schlachtschiff. Super, ich bin lange nicht mit dem Ding geflogen. Oh Mann, das kann was werden. Dann schauen wir doch mal, ich schaue hier bloß mal in die Passagierlounge rein. Ich habe zwar jetzt hier keine Module am Start. Ich glaube, hier ist gar kein Frachtplatz drin, oder? Doch, 96. Gut. Hier 12 Millionen. Ach ja, genau, das war das mit oder? Jacques Station? Ne, Patchwork Planes. Wie weit wäre das weg? Das wären nur 6000 Lichtjahre für 12,5 Millionen. Ja. Wird schwierig, das an einem Nachmittag zu machen. Wie viel Zeit hätte man denn? Ach hier, 6 Tage. Na gut, 7 Tage. Okay. Wo wäre das denn? Welche Richtung? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich hoffe, das Spiel kackt jetzt nicht ab. Ah, dort. Moment, ich zoome mal raus.
Ah, die Richtung. Ja, noch bei 5 Millionen. 8000. Alter, also da müssen sie irgendwie noch ein bisschen dran drehen, dass das auch hinhaut mit der Bezahlung. 2,5 Mille. Gucken, was wir hier noch so dabei haben. Anderthalb. Was? Hierfür würde ich kein Geld, nur Waren bekommen. Okay. Hier nochmal 12 Millionen. Aussicht auf Planetennebel. Das finde ich halt super, ne? Das ist okay, aber echt knapp 13 Millionen für 6.500 Lichtjahre. Ist natürlich okay, wenn man sagt, okay, ich will jetzt immer eine Explorer-Runde drehen, komm, dann fliege ich halt mal. Nehme ich noch irgendwie so zwei, drei Aufgaben hier an, die irgendwo da in der Nähe dann sind. Dann klappert man die mit ab und dann sammelt halt unterwegs noch die ganzen Explorer-Daten ein. Muss ich dann halt auch ranhalten, ne, dass man das in den 6, 7 Tagen schafft. Hier nochmal 7,5 Millionen. Auch wieder 8000. Ach so, das war die Aufgabe. Nun denn, okay, ich würde sagen, wir machen das im nächsten Video dann mit der Corvette. Ich bedanke mich für heute. Haben wir noch mal kurz reingeschaut, was es so mit den Passagieren auf sich hat. Ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ja, was sagt denn ihr so dazu? Würde mich mal wirklich interessieren, was ihr davon haltet, wie das bisher hier so zu sehen ist oder zu handhaben ist mit den Passagieren und mit den Aufträgen, mit dem Gewinn und so weiter. An sich eine gute Sache, meiner Meinung nach noch nicht wirklich gut umgesetzt. Ja. Ich bedanke mich trotzdem für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.